unseren nächsten Affen. Es gibt mehr als zwei verschiedene Arten. In ihren Augen entdecken wir ihre Augen. Erst in den letzten Jahren hat sich gezeigt, sie können fühlen. Sie beide schließen und pflegen Schaften. Lernen fremd Lügen und zeigen Lügen. Sie besser zu verstehen, bedeutet auch, sie. Affen sind uns ähnlicher als Affen. Seit kurzem wissen wir, wie clever Affen wirklich sind. Als vor 4 Millionen Jahren die Geschichte der Menschheit gerade erst begann, waren Affen schon lange scheitern. In Indien gelten sie seit jeher als Indier. Das National-Epos Ramayana erzählt vom göttlichen Affen Hanuman und seinem Kampf. Die Kleinsten bringen kaum mehr als 1 Gramm auf die Waage. Die Winzlinge tun etwas, das wir Menschen erst vor 10.000 Jahren entdeckt haben. Sie knabbern bestimmte Menschen an. Um die Verletzung zu reparieren, stoßen diese einen süßen Saft aus. Mit einem ähnlichen Verfahren gewinnen Menschen kaum. Affen sind intelligenter als Affen. Mensch und Affe sind genetisch keine Spezisten. Paviane haben sich angepisst. Die Grundlage für die gemeinsame Geschichte von Affe und Mensch entdeckte Charles Darwin im 19. Jahrhundert. Demnach haben alle Primaten einen gemeinsamen Arm.